es aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Hoffmann, Punkte, die Sie an dem neuen EEG kritisch sehen? Oder gibt es irgendwelche Änderungswünsche oder weitere, sage mal, Anpassungen, die dringendst erforderlich wären? Ja, also da kann man schon auch einiges nennen. Es ist ja wie so oft, also es gibt wirklich deutliche Erfolge, aber es gibt auch ein paar Wermutstropfen bei neuen EEG jetzt aus unserer bayerischen Sicht. Also zunächst kann man sagen, dass bei den Solardachanlagen, ich hatte ja vorhin gesagt, dass dieses Segment neu eingeführt wurde, was uns sehr erfreut hat. Aber man hat dann leider eben bei den Solardachanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 300 Kilowatt bis einschließlich 750 Kilowatt vom Bundestag aus, also das war relativ am Ende des Gesetzgebungsverfahrens, dann kurzfristig noch eine Kürzung der Zahlungsansprüche auf 50% der erzeugten Strommenge vorgenommen, wenn der gesetzlich anzulegende Wert genutzt wird in diesen Anlagen. Also man kann vielleicht sagen, der Begriff der Festvergütung ist wahrscheinlich besser bekannt als der Begriff des anzulegenden Wertes. Also für solche Anlagen werden nur 50% der erzeugten Strommenge vergütet. Und das kann den Anlagenbetreiber dann faktisch zur Teilnahme an Ausschreibungen verpflichten. Also man kann sie auch über Ausschreibungen ein Gebot abgeben und bewerben. Und das wird vor allem dann der Fall sein, wenn bei diesen Anlagen vor Ort keine ausreichende Eigenversorgung möglich ist. Also zum Beispiel bei Pachtmodellen oder wenn vor Ort schlicht kein Strom irgendwie verbraucht werden kann. Dann ist bei der Biomasse ein neues Instrument eingeführt worden. Man möchte damit die Überförderung der Anlagen, also dass sie einfach zu viel Förderung erhalten, möchte man verhindern. Das Instrument ist die sogenannte endogene Mengensteuerung bei Biomasseausschreibungen. Bedeutet es bei Unterzeichnung der Ausschreibungen, also wenn nicht genug Gebote eingehen, nur 80% der Gebotsmengen bezuschlagt werden. Man möchte damit natürlich verhindern, dass die Betreiber schlicht zum Höchstpreis bieten. Aber es kann eben auch eine schlechtere Planungssicherheit und für Betreiber und auch eine Behinderung des Zubaus zur Folge haben. Hinzu kommen noch, dass neue Höchstwerte für Biomasseanlagen nicht zwingend auch zu mehr Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen führen, da diese durch die ebenfalls neu eingeführten geringeren Bemessungsleistungen zusätzlich belastet werden. Gilt allerdings erst ab Anlagengrößen von 100 Kilowatt. Und gilt auch nicht für Gülle-Kleinanlagen. Da bleibt es bei 50% der Bemessungsleistungen, bei den größeren ist es auf 45% abgesenkt worden. Weiterhin lehnen wir ab am neuen EEG den pauschalen Ausschluss des Flexibilitätszuschlags für Biomasse-Bestandsanlagen für die gesamte Dauer der Grundförderung ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Höhe der bereits erlangten Flexibilitätsprämie. Für Biogasanlagen, die sich letztes Jahr noch unter dem Regime des alten EEG 2017 bei Ausschreibungen um weitere 10-jährige Förderung beworben haben und auch einen Zuschlag erhalten haben, besteht jetzt nach dem neuen EEG 2021 plötzlich kein Anspruch mehr auf einen Flexibilitätszuschlag, obwohl das damals in Aussicht gestellt war und auch einkalkuliert war natürlich von den Betreibern. Von Bayern aus haben sich die beiden Minister Aiwanger und auch Kaniber in einem gemeinsamen Schreiben schon gegenüber dem Bundesminister Altmaier gefordert, dass lediglich eine Anrechnung der im Rahmen der Flexibilitätsprämie bereits erfolgten Förderung auf den zukünftigen Flexibilitätszuschlag vorgesehen werden sollte. Bundesminister Altmaier hat inzwischen darauf auch geantwortet und gesagt, dass diese bayerische Forderung in die weiteren Überlegungen einbezogen wurde. Er hat auch gesagt, dass es nicht Ziel gewesen sei, nachträglich Rahmenbedingungen für Anlagen zu ändern, die bereits ihr Gebot kalkuliert und auf dieser Grundlage auch einen Zuschlag erhalten haben. Also man kann vielleicht sagen, der Altmaier hat letztendlich diesen Fehler ein Stück weit auch erkannt, auf den ihn die bayerischen Minister da hingewiesen haben. Weiterhin haben wir noch unerfreuliche Anpassungen im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung, die aber dem Beihilferecht geschuldet sind. Neben dem Wegfall der Reduzierung der EEG-Umlage für KWK-Anlagen zwischen 1 und 10 Megawatt, also das ist das eine Problem, was wir sehen, erscheint uns auch die Streichung des sogenannten KWK-Südbonus problematisch. Das war eine Maßnahme, die mit dem Kohleausstieg eingeführt wurde, um vor allem im Süden bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einen Zubau weiter anzureizen.
Das hat die Europäische Kommission leider nicht genehmigt, weil sie eben solchen Regionalisierungsinstrumenten, also besonderen Anreizen in bestimmten Regionen für Zubau eben sehr kritisch gegenübersteht. Und last but not least fehlt aus bayerischer Sicht, das ist eine Forderung, die wir schon sehr lange auch äußern, eine grundsätzliche Überarbeitung der sogenannten besonderen Ausgleichsregelung im EEG für stromkostenintensive Unternehmen. Das ist also ein Anliegen, das aus der Industrie immer wieder auch geäußert wird. Da fordern wir eben, dass die bisherigen Sprünge bei der Begrenzungshöhe vermieden werden und damit auch Wettbewerbsverzerrungen und Fehlanreize vermindert werden. Dazu konnte sich der Bundesgesetzgeber leider nicht durchringen. Ja. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Hofmeister. Mein Eindruck ist, dass zwar einerseits das EEG durch ständige Novellen stark aufgebläht wurde inzwischen, aber andererseits Modernisierung und Anpassung an das Energieeinspeisegesetz durchaus eine Daueraufgabe sowohl für Sie im Ministerium als auch für den Herrn Ludwig von der Landtagsfraktion der Freien Wähler ist.